Es gibt ja ganz viele Leute, die sagen, ey, Musik ist meine Therapie und ich könnte nicht ohne. Und ich habe mittlerweile, weil es einfach so ein großer Teil von meinem Leben ist, würde ich auch sagen, dass ich nicht mehr ohne könnte. Wenn das alles in Flammen steht und die Sonne in deinem Zimmer nicht mehr untergeht, wenn du mich im Brand stellst, dann schau ich. Dann schau mich nicht so an. Ich mag die Musik von Edwin Rosen sehr. Ich glaube, der ist auch eine Inspiration. Die Sonne in deinem Zimmer ist auf jeden Fall mein Favorite-Song von Edwin Rosen. Auch irgendwie einfach, weil er so ein bisschen so einen anderen Vibe hat als die ganzen anderen Songs. Ja, ein bisschen mehr slow ist, ein bisschen emotional. Den konnten wir uns auch einfach irgendwie cool vorstellen. Einfach so ein bisschen, ja, weg von diesem post-punkigen Sound zu holen, sondern fast so ein bisschen dreamy und vibey, so wie es jetzt eben geworden ist. Ich finde, wie Edwin Rosen schreibt, einfach unfassbar stark. So, der schafft es wirklich jedes Mal, einen in so einen Film reinzuholen. So. Und irgendwie ist so eine Experience jedes Mal, habe ich das Gefühl. Also ich fühle mich da immer sehr nostalgisch direkt. Und die Sonne in deinem Zimmer nicht mehr untergeht, wenn du mich in Brand steckst, dann schau mich nicht so an. Musik hat immer eine ziemlich große Rolle für mich gespielt. Mein Vater hat immer sehr, sehr viel Musik gehört und mir auch ganz viel gezeigt, so von Kindheitsalter an. Ich habe es schon immer geliebt. Wir haben uns über Kumpel von uns beiden kennengelernt. Dann zwei, drei Tage später haben wir die erste richtige Session gemacht und da war klar so, ey, ist voll geil, so, es macht richtig Spaß, wir harmonieren voll gut zusammen. So. Ich weiß nicht, wann ich Kasi das letzte Mal 24 Stunden nicht gesehen habe. Hast du noch gestern Abend? Es war Viertel vor vier. Ich war als letzter da. So schnell macht man einen Song. Wir haben eine Woche oder so, nachdem wir uns richtig kennengelernt haben oder erst mal gesehen haben, haben wir dann zusammen einfach mal nachmittags Smoke gemacht, bei mir getroffen und auf ganz, ja, irgendwie spontan eben den ersten Song gemacht und der war dann Boys Don't Cry. Und dann haben wir noch irgendwie mit zwei anderen Homies haben wir noch so ein kleines Insta-Video gedreht und irgendwie so ein bisschen für unser Verhältnis damals so ein bisschen größere Welle gemacht und die Leute haben ihn gefeiert, irgendwie ist cool angekommen. Und das hat uns dann sehr gefreut. Seit so anderthalb Jahren ist es auch wirklich so, dass die Musik so ein bisschen Sprachrohr für die Gefühle einfach ist. Egal wo ich hingehe, da bist irgendwie auch du. Nein, du merkst es nicht, doch mir geht's gar nicht gut. Ich sag's tausendmal, noch einmal. Heute willst du mich nicht sehen, aber vielleicht in einem Jahr. Ende 2020 war ich so immer wieder in Freiburg durch meine damalige Freundin. Und hab irgendwie so, ich habe 2020 Abi gemacht und habe so danach voll viel Zeit einfach in Freiburg verbracht, weil sie halt damals da war. Das war irgendwie halt schwierig, weil so man zieht in eine andere Stadt für eine andere Person und dann war es irgendwie relativ schnell dann auch vorbei zwischen uns und es war irgendwie ein bisschen blöd, weil ich diese Stadt halt so durch sie, sag ich mal, kennengelernt habe und irgendwie mich dann alles in der Stadt so an sie erinnert hat. Ich bin aber im Endeffekt total froh darüber, dass ich das genau so erlebt habe, weil daraus ist dann genau die Musik entstanden. Es gibt ja ganz viele Leute, die sagen irgendwie so, ey, Musik ist meine Therapie. Unterbewusst hat es sicherlich irgendwie auch bei der Verarbeitung davon geholfen. So. Aber irgendwie ist das halt auch ein bisschen so die Krux daran. Ich weiß nicht, wenn man halt mit Liedern bekannt wird irgendwie, wo man über seinen Herzschmerz und seine Trennung singt und das dann jedes Mal so wieder ein bisschen durchlebt, wenn die halt laufen so. Manchmal ist auch irgendwie, denkt man sich so, wird man auch einfach gerne ein bisschen Abstand zu dem Thema gewinnen. Wenn das alles hier in Flammen steht, alles brennt für dich, ja, vielleicht auch. Live ist tatsächlich ein richtiges Thema bei mir. Ich habe wirklich richtig krass Schiss davor jedes Mal so, egal ob es irgendwie 150 Leute sind oder 1000 Leute so. Meine Freunde sagen alle, dass ich da kann sein. Ich hab schon lange nicht mehr gelacht, es zumindest nicht gemeint.
kann das gar nicht so in ein Wort fassen, was gerade passiert. Ich glaube, es war nie dein Ziel, so, es war nie mein Ziel, irgendwie groß irgendwie eine Musikkarriere anzustreben. So. Also für mich ist gerade deswegen diese Zeit wirklich verrückt, so, weil ich mir immer wieder denke, so, ey, wenn mir das jemand vor einem Jahr noch oder vor 2 Jahren irgendwie erzählt hätte, hätte ich ihm einen Vogel gezeigt, so, und hätte es nicht geglaubt. Vielleicht auch, und wenn das alles hier in Flammen steht.